Wunderschönen guten Morgen aus Stuttgart. Ihr seht das da an der Wand, hängt Porsche, also bin ich in Stuttgart. Bin ganz froh, dass ich in Stuttgart bin. Normalerweise wäre ich eigentlich in München dieses Wochenende. Aber ich habe das getauscht, das Wochenende, denn heute besuche ich ein Seminar zu einem Thema, das heißt so ähnlich wie Biosignatur. Und zwar Biosignatur bedeutet, man kann anhand der Körperfalten, Fettfalten, Hautfalten, Zusammensetzung, Körperbau herausfinden, was ist die richtige Ernährung, was ist das richtige Training und wie kriege ich Problemzonen weg. Und dazu habe ich mir dieses Ding hier gekauft. Das ist so ein, naja, so ein Fettkaliper, aber schon der Goldstandard. Happende heißt das Ding. Entschuldigung. Ich bin ganz gespannt, wie das Ding funktioniert wird. Habe früher im Studium schon mal diese Fettmessung gemacht. Aber jetzt will ich es mal richtig lernen. Also ich soll lernen heute, wie wende ich das Ding an. Und wenn ich dann da die Falte habe oder da die Falte, dann muss ich das Training machen oder das Training machen oder die Nahrungsergänzung nehmen oder die Nährstoffe oder die Makronährstoffzusammensetzung. Ja, das halten sehr, sehr viele Leute für Schwachsinn, denn das würde ja bedeuten, man könnte Spot Reducing machen. Das heißt also, wenn jemand wirklich alles am Bauch hat, dass man alles rauskriegt, alles wegkriegt, was am Bauch ist. Oder wenn jemand was am Bein hat oder am Po oder wie auch immer. Ich bin total gespannt, wie das Seminar wird. Ich werde euch berichten. Geht das überhaupt? Ist das schlüssig oder ist das alles Schwachsinn? Ja, viele halten es ja für Schwachsinn. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es 2010 schon mal in Holland gemacht. Und jetzt nochmal gehe ich nochmal an dieses Thema ran. Ich muss mich weiterbilden. Ich muss alles ausprobieren. Ich muss alles kennenlernen. Vielleicht sage ich euch heute Abend auch schon, ey, das war voll die 6. Oder ich sage, boah, ich freue mich auf Sonntag. Und vielleicht sage ich Sonntag, die ersten Patienten können zu mir kommen. Ich will es ausprobieren. Also wenn da was hintersteht, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe da ja so ein paar Leute immer in Behandlung für Wettkampfvorbereitung oder einfach Fotoshooting, wie auch immer, oder Sommerfigur, Bikinifigur bei mir im Coaching. Und mit dem werde ich das dann ausprobieren. So, ich sage schon mal tschüss, tschüss, gehe jetzt zum Frühstück. Ich hoffe, ich werde das Frühstück überleben, nicht, dass ich wieder alles wegmähe, aber ich bin ganz guter Dinge. Heute, glaube ich, geht's. Bis dahin, schöne Zeit. Liebe Grüße, Andreas Scholz.